Hallo zusammen. Heute mal wieder ein neues Video um das Thema Rendering. Ich arbeite ja mit dem Pinnacle Studio 22 und mir ist letztens die RTX 2080 Ti nach 3 Tagen Nutzung, abgeraucht ist falsch, kaputt gegangen. Und heute kam die neue, also neues BIOS etc. etc. Erzähle ich vielleicht in einem anderen Video etwas darüber und habe natürlich in der Zeit trotzdem versucht, ein bisschen zu rendern. Ich hatte zum einen kurzzeitig eine GTX 1050 Ti zur Verfügung, die habe ich dann verkauft und dann musste bis heute die interne Grafik des Intel i9 9900K herhalten. Und ich habe mir so ein Dummy-Video erstellt, habe es gerendert und einfach mal verglichen, macht es denn einen Unterschied, ob beim Rendern eine Grafikkarte, habe jetzt nur Nvidia natürlich zur Verfügung gehabt, im Rechner steckt oder schafft es alles auch einer der schnellsten Prozessoren, die wir momentan im Heim-PC-Bereich kaufen kann. Der Unterschied ist, ich sage jetzt mal doch ziemlich deutlich, wenn man diese CUDA-Optimierung, die unterstützt das Programm, einstellt, anstatt die Intel-Optimierung. Das linke obere Bild, das kleine ist die 1050 Ti, das rechte ist die RTX und das große Bild ist die interne Grafik. Man sieht im Prinzip jetzt schon, dass die ziemlich hinterher läuft, fällt im normalen Thema fast nicht auf, sondern hier im Parallelen merkt man es sehr deutlich. Aber wenn dann etwas komplexere Effekte kommen, dann wird es richtig heftig. Also jetzt ist die RTX 2080 praktisch schon fertig. Kurze Zeit später, knapp über 6 Sekunden waren das, war dann die 1050 mit dem Rendern fertig und die interne Grafik ist immer noch mühsam am Ackern. Und es wird noch schlimmer, wenn jetzt dann der geteilte Bildschirm kommt. Also, was kann man als Resümee daraus ziehen? Es lohnt sich beim Rendern eine Grafikkarte drin zu haben, die CUDA unterstützt. Und es ist aber nicht nötig, eine extrem leistungsstarke. Also, ich hatte eine 1070, da habe ich nur keine Demo davon gemacht. Die liegt dann im Prinzip zwischen den beiden. Da dreht sich bei einem solchen Video nur um wenige Sekunden. Das ist relativ irrelevant. Und also Hauptsache, man hat eine Grafikkarte drin, die den CUDA-Prozess unterstützt. Nur ohne ist es sehr mühsam. Und deshalb habe ich zwischen den Feiertagen, weil es hat ja 3 Wochen gedauert, bis die neue Grafikkarte da war, eigentlich nichts gerendert. Ja. Jetzt kann man ja diese Bereiche, die man jetzt gerade so sieht, diesen dreigeteilten Bildschirm, das braucht ewig mit der internen Grafik. Ja, das war's eigentlich. Am Schluss sage ich dann noch mal kurz, in dem Nachspann sieht man die Zeiten etwas genauer. Und ja, ich hoffe, es war interessant. Bis zum nächsten Video. Tschüss.